Tschüss, tschüss. Giraffen. Ich halte fest, es ist gerade 3:03 und sowas fährt an meinem Fenster vorbei. Zuerst wollte ich sagen, wir kriegen eigentlich gerade nur Crap, aber es ist hier eigentlich gar kein Crap. Das heißt, haben wir die Fliege gerade eben nicht eingesetzt, bis in den Kopf. Pew. Rusted Key brauchen wir eigentlich gerade. Ah, One Hit. Das Herz. Children's Heart. Ja, komm. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ja, ich bin doof. Oh Gott. Also genau sowas passiert, wenn man vor einem Stein das macht. Oh Gott. Okay. Nachdem ich jetzt schon... Ich habe mich erschrocken und mich blöd genannt wegen der Aktion hier. Jetzt habe ich mich erschrocken und mich blöd genannt wegen der Mom-Aktion gerade. Oh mein Gott. Ah. Fuck it. Ohne Scheiß. Boah. Da bleibt dem einen oder anderen wirklich mal das Herz kurz stehen. Oh fuck. Oh, ich liebe die Fliegen um mich herum. Und noch mehr Fliegen. Verdammt. Bin ich denn total behindert? Ich will nur mal kurz sagen, wir haben gerade in diesem Raum so viele Herzen verloren. Achso. Ich sehe keinen Ausgang in diesem Raum. Auf die Attacke habe ich jetzt auch mal gewartet. Ein bisschen Kohl. Unser Weihnachtsgeschenk. Es ist so schön. Mama wusste, was wir wollten. Da die Karte. Justiz, ich habe vergessen, was sie macht. Hanged Man. Welches Justiz mitnehmen und... Wir haben Bomben leeren. Wir haben Bomben. Oh, das war eine schöne Kiste. Boah, 2,5 Herzen liegen da einfach so rum. Oh. Oh. Oh, das ist die Speed-Version. Maudado meinte mal, er hätte sie mal gehabt. Holy Heart.
Mann. Nicht das Herz einsammeln. Geh weiter weg. Weiter weg mit dem Herz. Oh Gott. Mama, du Hure. Du just a dumb whore. Nein, Mama. Oh. Oh. Darf ich sagen, ich habe mich gerade auch schon wieder ein bisschen erschrocken, weil Mom auf einmal da war. Was? Wie kann ich mehr zurück? Ich will mal zurück in die Ebene. Hey! Da ist der Privatraum, da ist das Manno. Was ist denn das? Oh Gott, okay, ich sollte mehr auf den Kampf hier achten. Ich bin immer noch traurig. Da waren so viele coole Sachen. Naja, aber sonst sind wir eigentlich immer noch recht gut dabei. Na komm. Skill. Das ist Skill. Nichts anderes. Skill ist eine Bombe, die eigentlich schon draußen war, wieder zurückzuschieben. Das Gute ist da, wie es... Ah. Das Gute ist, dass wir... Da war ein heiliges... Oh nee! Mann, das wird einem erst so nach dem Zeitpunkt, so nach und nach bewusst. Gucken, ob das getarnte blaue Herzen sind, aber nee. Okay, zwei Bomben. Ich dachte, die werden ein bisschen stärker. Naja, wir sind hier. Der war doch erschrocken. The Lovers. Zwei Herzen. Und da war ein blauer Stein. The Stars ist nicht cool. Uncool, The Stars. Oh, nur so weit nach hinten. So ins Geschehen einfach rein. Oh Gott. Okay. Bloop. Ich will mir eben The Lovers holen.
Mit unserem Leben sieht es gar nicht mehr so gut aus. So gut. Deswegen The Lovers. Hallo. Na. Mom, Mom. Lala. Und wie geht's euch? Naja, okay, der Run geht gerade 40 Minuten. Ich werde auch in zwei Parts schneiden. Und ja. Eigentlich ist es ja ein recht guter Run. Oh nein, diese Schlösser. Okay. Jetzt erwartet uns kein bestimmter Boss, oder? Warum ist es Liz? Nein, nicht Liz. Oder? Oh Gott! Diese miesen Fadenwürmer. Okay. Ach ja, und ja, ich spiele das Spiel im Kleinbild, weil ich es nicht hinbekomme, es mit OBS so hinzubekommen und Fabs nicht besitze. Deswegen nehme ich das. Ach so. Bereit, passt nicht. Golex. Ah, so. Aua. Okay. Kann sein, dass hier so eine Dampfwolke irgendwie ein bisschen lebt. Oh, danke, dass nichts war. Oh, danke. Ah, Mom's Pocket. Pillen und Messer. Lack up. Balls of Steel. Pretty Fly und Pretty Fly. Noch mehr hübsche Fliegen für uns. Okay, wir hätten vielleicht noch ein Herz einsammeln können. Verdammt, ich Idiot. Naja, so ein Raum ist auch eigentlich recht einfach, wo ich gerade schon fast in die Gegner reingerannt wäre. And Aidsam. Ich weiß, diese Reaktionszeit gerade. Oh Gott. Hör auf auszuweichen. Danke. Erstmal fast in die Stacheln laufen. Da ist nichts. Okay. Fast verpeilt, dass ich hier weglaufen muss, wenn er springt. Hier lang. Bettler. Bettler lohnen sich immer. Ah, okay, wollen wir jetzt nicht wirklich. Nicht wirklich, vielleicht mal, wir haben das hier. Ich wollte gerade. Ah! Ich wollte auch nur einmal demonstrieren, was die Spitzhacke macht. Die Schau. Ja. Ich will die Schaufel haben. Komm, lass uns ins Feuer laufen. Wenn wir jetzt deeper gehen, nee, dann haben wir auch eigentlich keinen Boss mehr. Oder?
Ich werde es gleich mal probieren, wenn wir ein bisschen mehr noch erkundet haben. Und nichts mehr zu verlieren haben. Ich meine, Atlas, der gerade. Ich bin ein wirklicher Gegner für uns. Ah, puh. Ich liebe diesen einen Begleiter, den ich dabei habe. Also wir haben das aufgespielt. Ich dachte, warum kommt keine Musik? Wo ist meine coole Musik? Also, oh Gott. Das war gut manövriert, würde ich sagen. Achso, hier ist der Boss. Okay. Nein, ich will vorher noch. Nee, ich dachte gerade, wir sind in einem Raum höher, deswegen habe ich da wie ein Behinderter dagegen geschossen. Ich will einmal den Itemraum finden. Oh, so ein scheiß Kackhaufen, da habe ich gerade gegen geschossen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, nein, nein. Ma. Hey Leon. Wissen Sie nicht, keine Ahnung, nochmal Schaden? Naja, gut, dass wir über Herzen haben. Mump. Lass mal den Bauch kratzen. Mump. Ach so, Bob. Hat perfekt ausgereicht. Mump, Mump, Mump. Naja, wirklich viel stärker werden können wir ja nicht. Vielleicht können wir ein Speed-Item. Das wäre cool. Och nein, das habe ich nicht. Oh. Ich kenne ein Lied, das geht jedem auf die Nerven. Jetzt ist der Raum echt da, wo ich sonst vorher nie war. Ja, weil ich schlau Leon bin, fällt mir gerade erst ein, dass es hier ab diesen Ebenen kein Dinges mehr gibt. Ah! Bitte blaue Steine. Trotzdem würde ich gerne. Wow. Ich würde sagen, trotzdem würde ich gerne noch hier ein bisschen erkunden. Weil man kann ja immer den geheimen Geheimraum finden. Da kann immer ganz viele Herzen drin sein. Und da ist er ja. Ja, okay. Oh.
Wir wissen jetzt, was Empress ist. The Lovers. Okay, das war The Temperance. Empress war es mit der Mutter. Wenn doch nicht, werde ich aus diesen Karten nicht schlau. Tut mir leid. Aber naja. So. Die Dings sind aufgeladen. Einfach mal gucken. Sind wir in der letzten Station? Oh nein, ich weiß bis heute nicht, was so besonders an diesen Viechern sein soll. Aber trotzdem mag ich sie nicht. Aber ich weiß, dass wir, wenn wir treffen, viel Schaden machen. Theoretisch könnten wir jeden Raum skippen. Oh Gott. La 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 la. Oh Gott. Ich muss ein bisschen mehr aufpassen, ein bisschen mehr reden. Nein. Einfach mal gucken, ob es von dem vielleicht auch so eine Superform gibt. Ne, eher nicht Superform, Dualform. Achso, achso, oh Gott. Oh Gott. Hört auf. Da oben machen jetzt mittlerweile auch ein ganzes Herz pro Durchgang Schaden, meine ich zumindest. Und ich will jetzt gucken, ob da vielleicht ein geheimer Raum ist. Wirklich nicht? Komm schon. Okay. Ups. Ich besiege euch, wie ihr mich immer besiegt habt. Mit Boom-Boom-Dingern. Nee, die nutze ich erst gleich für die zwei Herzen. Erst gleich wegen den zwei Herzen! Ah. Das waren viele Schlüssel. Ich kann mal sagen, da ich noch nie gegen diese kleinen Teufel angetreten bin. Aber es ist, glaube ich, bis jetzt wirklich mein längster Run und den habe ich sogar aufgenommen. Da bin ich gerade voll stolz drauf. Ich glaube, dieses Video zeige ich meinen Kindern, damit sie wissen, wie weit ihr Vater in einem Binding of Isaac Run gekommen ist. Nein, ich will die Fliegen behalten. Selbst wenn es mir egal welcher... Ach, komm schon, Monstro. Danke.
Oh Gott, nein. Mein Spiel hat sich aufgehangen, als wir gestorben sind. Natürlich bewegt sich dann das ganze Spielfeld. Warum auch nicht? Spiel. Oh. Okay, danke. Welches Achievement haben wir bekommen? Keine Ahnung. Ja. Scheiße. Ich wäre gerne noch bis zum Boss gekommen. Aber ja, ich habe den Bossraum nicht gefunden. Naja, Dear Diary, today I died, I was killed by this thing in some cold place. I leave all that I own to my cat Grumpy. Guppy. Cool stuff, yeah. Goodbye, cruel world. Kane. Ja, auf Wiedersehen, Kane. Und dann verabschiede ich mich auch bei euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Das ist jetzt, wie gesagt, mein erster Run gewesen. Ich spiele es seit 54 Minuten. Und ja, ich finde dafür, dass es mein erster Run war, der auch aufgezeichnet war, war es sogar recht gut. Naja, dann ciao Leute, haut ihr rein, bis zum, keine Ahnung, wie viel den nächsten Run. Und dann Leute, auf Wiedersehen.